So Leute, wir spielen Civilization 6. Liebe Grüße an alle Leute auf Twitch, die dabei sind, auch an die YouTube-Zuschauer, für die wir aufzeichnen. Wir hatten eben eine Abstimmung, die ging aus. Ihr habt es mitbekommen, letzte YouTube-Folge auf Twitch vor ein paar Minuten. Was ist das coolste Weltwunder überhaupt bei Civ 6? Ich habe alle Postkarten, die bei mir eingekommen sind, bei der Frage ausgewertet, habe einen Gewinner ausgelost. Es war und ist Wiedland, der diese zauberhafte Postkarte geschickt hat und für Petra abgestimmt hat. Er hatte gesagt, im nächsten Let's Play WB benenne bitte eine Stadt namens ja Wiedlands Weideland. Habe ich zugesagt, habe ich versprochen. Gilt jetzt auch. Eine Runde weiter. Matze ist auch dabei. Hi Matze. Hallo zusammen, viele Grüße an alle. Seltsamerweise scheint es sich nicht um den Krater eines Meteoriten zu handeln, sondern um eine ausgewaschene Kuppel mit einem Regenbogenfarbschema. Auge von Afrika. Schon wieder Zeitalterpunkte, die wir gar nicht mehr brauchen für unser Heldenzeitalter. Das Auge von Afrika. Ein Naturwunder entdeckt. Geschwimmenen Zaps in Zeitalterpunkte. Na Adam, te nikuma odeste tachchender. Biradem bantesti shabrzinadra stagma. Ja, das finde ich auch. Unsere beiden Nationen, meint Tomyris, die Anführerin des Kyten, waren nie stärker. Möget ihr viele Erfolge zu Zeiten des Friedens feiern. Die Skythen, es gibt die Gerüchte, es gibt Leute, die sagen, die Skythen, das sei das historische Vorbild gewesen für das legendäre Volk der Amazonen. Ernsthaft? Dann wäre das hier die Amazonenkönigin. Extreme Dürre, schon wieder. Das darf nicht wahr. Komm, guck, ich weiß gar nicht was. Schon wieder, ein immer weiter, schon wieder eine Dürre. Freibeuter fertig in Brodaks Bucht. Nächste Runde hier eine Freiheitsstatue. Oh Gott, wir müssen alles mögliche reparieren. Schutzgebiet und Hain, das müssen wir alles vorher noch reparieren. Mansa Musa. Militärstärke. 1930. Auch bei der Forschung. Zweitklügstes Reich, das Reich der Mali. Hinter den Australiern. Kultur. 236. Er schwimmt in Gold. Er ist halt Mansa Musa. Unfassbar. Gott. Wir sind so doof. Wir sind so unkultiviert. Wir sind so arm. Es lebe die KI. Das ist halt Spiel auf Gottheit. So, und wir machen weiter. Einmal hier rüber. Einmal Feuer. Einmal plündern, bitte. Das können unsere Freibeuter, das Land plündern. 30 Gold. Das hat sich so gelohnt. Ich bin so glücklich. Das war genau, das war das letzte Puzzlestein. Der letzte Puzzlestein hin zum Sieg. So, jetzt können wir auch hier wieder Jagdlager errichten. Hier rennen wir mal rüber. Das hier ist ein Schutzgebiet. Deshalb bauen wir hier keine Modernisierung. Jetzt haben wir zwei Freibeuter. Drei Freibeuter. Also aus denen bilden wir wahrscheinlich irgendwann mal. Ja. Ich schau mal, ob ich hier unten lang komme. Das wird das ja auch mal aufdecken. Wir fahren mit dem mal unten lang. Karavellenflotte. Wir wollen so viel aufdecken, wie geht. Afrikaner noch kennenlernen. Naturwunder entdeckt. Wir schwimmen in Zeitalterpunkten. 109, 100 hätten wir gebraucht. Handelswege läuft. Alle werden genutzt. Alle dicke Boni. Und der Zeitalterwechsel ist in frühestens 10 Runden. Wir haben relativ viel Geld, das wir gerade nicht ausgeben, Matze. Das beunruhigt mich immer ein bisschen.
Aber wir könnten es ein bisschen sparen. Ich meine, in 16 Runden ist die Hilfsanforderung vorbei gegen die Azteken. Wir wollen ja Diplomatie-Siegpunkte abgreifen. Und das könnten wir uns quasi erkaufen, indem wir dem eine Ladung Geld vorbeischicken zum Ablauf hin. Auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Da stehen immerhin 2 Diplomatie-Siegpunkte bereit und warten auf uns. Eine Runde weiter. Matze, oh, wir haben jemanden kennengelernt. Er steht vor Shaka Zulu. Er wagt es meinen Armeen, den Rücken zu kehren. Ich werde diesen Fehler nicht begehen. Wenn ich das richtig informiert bin, ist er in jedem Sith dabei gewesen. Shaka, der König der Zulu im 19. Jahrhundert. Nicht unbedingt im Grundspiel, aber irgendwann immer dazugekommen. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Der hat den Krieg geführt gegen andere Stämme, hat das Reich groß gemacht und hat auch Krieg geführt. Ich glaube, gegen die Buren. Gegen die Engländer waren, glaube ich, erst seine Nachkommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ihr müsst unbedingt die Zulu-Hauptstadt besuchen. Wir nehmen seine Gastfreundschaft in Anspruch. Gott grüße dich, Geselle. Ich bin Kaiser Friedrich und herrsche über deutsche und welsche Lande, über Burgund und manche mehr. Ich weiß wohl, dass auch ihr kundgeherrschen mit rechter Gewalt. Ich finde ihn so witzig, weil er immer so ein bisschen wie eine Augsburger Puppenkiste-Marionette sich bewegt und auch so ein bisschen geziert spricht. Das finde ich im Vergleich zu seiner wuchtigen Erscheinung, finde ich das sehr, sehr witzig. Finde ich echt sehr hübsch umgesetzt. Also wirklich jeder einzelne dieser KI-Herrscher hatte wirklich eine Persönlichkeit, bewegt sich anders, sieht nicht nur anders aus, bewegt sich anders und ist einfach ein stimmiges Gesamtpaket. Also jeder, wenn man den so öfters kennengelernt hat, man hat wirklich das Gefühl, das sind immer andere Personen und andere Charaktere, die einem begegnen. Eine Ehre, ihn kennenzulernen. Der alte Stadtstaatenschlechter. Wir nehmen seine Gastfreundschaft in Anspruch. Harald Sigurðarson, stendur fyrir þér. Aldrei var viking slík lands né lagar. Ertu hrædd? So, Harald Sigurðsson haben wir auch kennengelernt. Harald Hardrade, einen Wikinger. Die Mapuche wollen mit uns eine Militärallianz. Das müssen wir nachher mal in Ruhe uns überlegen. Also mit ihm eigentlich nicht, weil er ist bei uns um die Ecke. Und auf dem eigenen Kontinent, es kann nur Ärger geben. Man bedankt sich bei uns, dass wir ein Barbarencamp entfernt haben. Ein Zeitalterpunkt dazu bekommen. Dampfmaschine. Die Schlüsselwörter von gewaltsamen Wirtschaftssystemen sind Verstädterung, Industrialisierung, Zentralisierung, Effizienz, Quantität und Geschwindigkeit. Jetzt können wir uns mal anschauen, wo Kohle ist. Wir können auf unseren Industriegebieten eine Fabrik errichten im ersten Schritt und im zweiten Schritt das erste Kraftwerk, die Fabrik und die anderen energieverbrauchenden Gebäude damit füttern kann. Grundsätzlich gilt, diese ganzen Gebäude, die Energie bekommen, die haben immer einen Grundbetrag, den werfen die auf jeden Fall ab. Und einen Zusatzbetrag, der sehr üppig ist, aber nur dann kommt, wenn es halt ein Kraftwerk gibt oder irgendeine andere Energiequelle, die sie mit Strom versorgt. Ruhrgebiet wurde schon gebaut, dieses Weltwunder vor langer Zeit mittlerweile. Peinlicherweise schon. Minen geben eine Produktion mehr. Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen, unverbesserten Straßen, die Ausdruck des Genies sind. So, jetzt Freiheitsstatue Bauer. 4 Diplomatie-Siegpunkte winken uns. 20 brauchen wir. 4 haben wir gerade mal nur. Durch die Hilfsanforderungen, wenn wir die schaffen, bekämen wir 2 dazu. Das wären 6. Mit der Freiheitsstatue 10. Das wäre schon die halbe Miete. Wunderkarte ist da und unsere erste Handwerkerkarte. Wir hatten den Feudalismus ja übersprungen, deshalb jetzt erstmals eine Handwerkerkarte möglich für uns. Nächste Forschung. Tja.
Also wir bauen kein Lager. Ich würde mal Richtung Schießpulver. Die verbotene Stadt wurde in meiner Erinnerung schon gebaut. Mehr diplomatische Sichtbarkeit ist immer auch cool. Dann können wir auch starten eigentlich. Schießpulver bringt uns den Vorteil. Steinbrüche etwas in der Produktion, aber nach meiner Erinnerung haben wir nur wenige Steinbrüche. Elektrizität, hydroelektrische Staudämme baubar. Hätten wir einen Staudamm, wäre das ein Gebäude, das wir darauf platzieren könnten. Das ist eigentlich egal. Wir gehen mal auf den... Obwohl, das hilft uns die diplomatische Sichtbarkeit erstmal wenig, Matze, direkt beim Diplomatie-Sieg. Höchstens, dass man mehr Infos hat über die KI und mehr Möglichkeiten sieht, sich einzuschleimen. Ja, tatsächlich, das ist leider so. Man weiß viel voneinander, man kann dann gut sehen, welche Wunder die anderen bauen. Die mögen einen mehr, man hat besser die Allianzen dann am Ende, aber ansonsten haben wir leider nichts davon. Uni fertig, in Raupenpower. Hier unten gebaut. Nur 20 Produktivität, Freiheitsstatue werden wir oben bauen. Spion dauert hier 11 Runden. Handwerker. Macht es Sinn, die Handwerkerkarte reinzunehmen und in den meisten Städten eine Handwerkerrunde einzuschieben? Brauchen wir aktuell ein paar Handwerker? Für die nächsten wie viele Runden hätten wir die? Noch ein Spion. Coole Karten, die uns helfen würden hier. Sammelkarten, die die Nachbarschaftsboni zum Beispiel für Hafen und Handelsbezirke verbessern. Eine Regierungsform Demokratie winkt uns hier oben. Würden wir auf die Demokratie gehen? Wäre das zweifelsohne eine Regierungsform, die uns gut anstehen würde, ein Level weiter. Damit könnten wir auch ein weiteres Gebäude bauen im Regierungsplatz und hätten viel mehr Slots für Karten. Also das wäre eine Option. Wir würden diesen Nebeneffekt 15% Rabatt auf Käufe mit Gold, den liebe ich immer sehr. Wir spielen wenig militärisch, wir brauchen also die roten Militärkarten nur bedingt. Haben auch Jokerkarten genug. Demokratie freizuschalten, Matze, fände ich eigentlich eine gute Geschichte. Ja, würde auch zu uns passen, denke ich mir. Das ist eine tolle Sache. Übers Wahlrecht. Dauert lange. Die 4 Kanalisationen werden wir wahrscheinlich nicht bauen. So, in Brodaxbucht reparieren wir den Hain und setzen die Freiheitsstatue. Sie geht tatsächlich nicht hier unten, sondern nur da oben. Und das ist bitter. Weil das war ein sensationeller Platz für Unterhaltungsdistrikte. Kannst du noch mal schauen, ob das Geländefeld schon zu uns gehört? Nicht, dass das nur an dem Geländefeldwechsel vielleicht lag. Geht nicht. Ja. Dann bauen, also das ist echt doof. Der Wasserpark war toll. Geht dann halt nicht. Wasserpark geht nur an eine Küste. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie ein paar Städte weniger unterstützen dann hier. Aber geht ja nicht anders. Brodaxbucht hat 50er Produktion. Um die Freiheitsstatue kommen wir nicht drum rum. Danke an Mr. Hydraulik fürs dritte Abo. Danke dir. Also, müssen wir eh. Botschaftskanzlei nehmen wir nachher auch noch, bla bla bla. Aber ich sehe keine Alternative. Freiheitsstatue hierhin. Wir hatten eben mal geschaut, die wurde noch nirgendwo gebaut. Zumindest nicht da, wo wir bislang die Karte aufgedeckt haben. Das heißt, vielleicht können wir die sogar schaffen. Ist hier im Bau. Hain ziehen wir vorher durch, der muss repariert werden, das können wir auch nicht mit Gold und Geld beschleunigen. So, dann hier unten. Warum ich die Freiheitsstatue nicht in Raupenpower setze? Weil wir hier viel weniger Produktion haben. Wir sind es nur 20. Und hier sind es 50, über 50 und wir hatten die Stadt komplett für den Zweck auch einge,
Woben in ein Netz von Handelsrouten. Wir hatten uns frühzeitig vorgenommen, in Brodaks Bucht die zu bauen. Danke an Hika. Liebe Grüße, danke fürs 17. Abo. Auch für den netten Satz, danke. Hika schreibt, liebe Community, es ist mir immer eine Freude, zuzuschauen und mit euch zu fachsimpeln. Uni gebaut. Nächster Schritt. Nahrungsüberschuss bei. Plus 3. Kornspeicher brauchte man eigentlich nicht wegen des Wohnraums, würde aber eine Nahrung bringen. Handelszentrum. Ja, mehr Handelsrouten. Hafen gibt es hier nicht. Hafen wäre im Prinzip baubar hier unten. Dafür müssten wir das Feld dazu kaufen. Und die Frage ist, ob uns das so viel bringt. Wir hätten uns auch den Campus hier hinsetzen können. Das hätte auch plus 4 gebracht. Wegen des Riffs hier. Das gibt auch plus 2 als Nachbarschaftsbonus. Handelszentrum könnte man auf Schwemmland draufsetzen. Ist in 16 Runden fertig, würde ich machen. Käme hier unten auf das Zweierfeld, nicht rund um ein Schutzgebiet, da nur die Felder kaputt. Das wäre doof, hier würden wir auch tolle Erträge kaputt machen. Hier gibt es plus 2 nur. Oh, hier gibt es auch plus 2. Warum gibt es da plus 2? Weil neben Fluss, okay. Tierschutzgebiet, also ja, das kann man auch machen. Oder wir überbauen, da wollte man Meckewapp mal hinsetzen, okay. Das ist echt dringend nötig, stimmt. Dann setzen wir hier links das Handelszentrum hin, Matze, ne? Ja, da bin ich auch für. Genau, auch Schwemmland drauf. Und dann müssen sich die Händler halt ab und zu mal ihre Waren sicherstellen, dass sie hochstellen, falls die da nasse Füße bekommen. Man kann die auf Tischen stellen. Und dann müssen die ja nicht immer auf dem Boden liegen. Und so ist es. Uni wurde gerade gebaut. Nächster Schritt. Schiffswerft bringt wenig hier. Nachbarschaftsbonus plus 3. Plus 1 für jedes Geländefeld, das nicht modernisiert ist im Wasser. Aber das sind auch nur 2. Wir hätten 5 mehr. Okay, das wäre dann ein Viertel mehr Produktion. Mit outstolze 15 Runden. Viele Alternativen sehe ich allerdings auch nicht so wirklich. Wir hatten hier einen Theaterplatz eingeplant. Für den Fall, dass die Freiheitsstatue hier daneben entsteht. Das hatten wir allerdings jetzt anders uns entschieden. Ich helfe die Schiffswerft, damit wir mal in die Produktion reinkommen. Hier oben Bulaska, Monument steht. Nächster Schritt hatten wir gesagt, Bank. Oder Spion. Wir nehmen mal den Spion und schauen mal, ob wir woanders technologieren oder die Horikas dafür stehlen können, Matze. Ja. Kruette. Schiffswerft steht. Hafen ist da, deshalb Handelsroute bereits aktiviert. Wohnraum haben wir keinen, deshalb keinen Kornspeicher. Handelszentrum könnte man machen, würde aber keine zusätzliche Handelsroute freischalten. Hier ist Platz für einen Campus. Hier auf der rechten Seite. Ja, das kann man machen. Wir müssen uns nur die Geländefelder dazu holen. Die würden wir uns mopsen von Brodaks Bucht. Das wäre aber nicht schlimm. Denn das Feld wird wahrscheinlich nicht benutzt. Genau. Hier ein Campus hin, Matze. Rechts. Hübsch. Ein weiterer Gouverneurstitel ist da. Ja, so viele coole Möglichkeiten haben wir gar nicht mehr. Wir setzen Armani innenpolitisch ein, nicht außenpolitisch. Man kann immer Rainer noch ein bisschen befördern und zu sagen, hier, mehr Gold in der Stadt, wo Rainer ist, gibt sofort 2 Gold mehr jede Runde für jeden Bürger. Damit hat man nie irgendwas falsch. Das kann man immer machen. Falls Liang eingesetzt wäre, in einer Küstenstadt könnte sie Fischzuchten-Modernisierung freischalten für den Bau. Liang ist tatsächlich ein Raupenpower. Das Blöde ist, dem Augenblick, wo wir die Schiffswerft uns holen und dann überall Fischzuchten bauen, fällt auch das plus 1 Produktion durch die Schiffswerft weg für jedes nicht modernisiertes Geländefeld. Trotzdem finde ich die Idee eigentlich charmant, also Liang zu befördern, damit machen wir eigentlich nichts falsch. Rainer zu befördern. Rainer ist hier unten. Das wird 7 Gold mehr bringen. Kann man auch machen, Matze.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, über kurze Lampe vielleicht nochmal Pingala zu befördern für die Stipendien, dass einfach in der Stadt Mazotev die Bezirke nochmal doppelt so viel große Persönlichkeitspunkte bringen, damit wir dann auch da ein bisschen coole Vorteile uns freischalten lassen können. Das sind drei Stück, Theaterplatz, Handelszentrum und Campusdistrikte. Ich persönlich bin da skeptisch, weil die Karte so groß ist und wir so viele KI-Gegner haben. Deshalb ist es so, dass wir seltener große Persönlichkeiten abgreifen, gerade auch weil die anderen so vorangeschritten sind. Wir werden auch so kaum große Persönlichkeiten abgreifen. Also ich glaube, da würde ich das in der Liste der Beförderung weiter hinten anstellen. Deshalb würde ich tatsächlich eher gehen auf Renner für 7 Gold oder Liang mit ihren Fischzuchten. Machen wir mal Liang und nutzen das als Gelegenheit, um mal ein paar weitere Handwerker in den Bau reinzustellen. Und checken mal unsere Karten. Wir müssen auch gleich mal Luxusgüter. Wir haben so viele Leute kennengelernt. Mal gucken, ob wir anderen Leuten noch Luxusgüter anreden können. Chat wünscht sich das die ganze Zeit schon. Die Schiffskarte brauchen wir definitiv nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall weiterhin Annehmlichkeiten. Wir tänzeln auf der Schwelle von glücklich nach begeistert. Begeistert haben wir gerade verloren. Wäre im Prinzip aber wieder möglich. Das ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen ein bisschen was für Annehmlichkeiten tun. Wir haben jetzt viele neue Leute kennengelernt. Kann sein, dass wir gleich ganz viele Luxusgüter... Wir können das auch jetzt schon mal machen. Wir gucken mal, wie viele Luxusgüter wir eingekauft bekommen, Matze. Ja? Ja, also was ich schon mal sagen kann, ist von den bisherigen Handelsverträgen, die wir haben bezüglich Luxusgütern, da müssen wir uns erst wieder in Runde 221 Gedanken machen. Erst dann fangen die ersten Verträge an auszulaufen. Aber vielleicht, wir haben ja ein paar neue Leute kennengelernt, vielleicht können wir da ja ein bisschen und was Neues abgreifen. Mhm. Wir schauen mal rein. Baumwolle haben wir, glaube ich, Matze, ne? Ich schaue einmal kurz klein auf. Ich blende mich mal weg, dann könnt ihr alle die Liste besser sehen. Baumwolle haben wir, ja. Tee haben wir in meiner Erinnerung auch. Ja. Seide ebenfalls. Ja. In meiner Erinnerung haben wir auch Pelze. Haben wir. Bei Oliven weiß ich es nicht mehr. Haben wir nicht. Ja. Wir kennen sehr billig. Wie sieht es aus mit Räucherwerk haben wir, glaube ich? Nein, kann ich nicht sehen. Elfenbein? Auch nicht. 3 Gold, 3 Runden für 3 Luxusgüter. Ja, kann man mal machen. Diamanten. Matze. Will haben Diamanten. Diamanten von Chaka. Will er eine Freundschaft mit uns eventuell sogar machen? Das wäre sehr cool. Ja, unser guter Freund. Die Zulu und Chaka. Einmal Diamanten bitte. Ja, bekommen wir auch billig. Bernstein haben wir aber, ne? Nein, auch Bernstein hätten auch wir gerne. Boah, da lässt uns aber auflaufen. Hey, du WB, mein Freund, nicht mal für alle Schätze von Asgard. Du mich auch, Harald, du mich auch. Hol ich mir nicht. Der hat mich beleidigt. Matze, wir müssen darauf verzichten. Ich bettel den nicht an. Ich bin tödlich beleidigt. Kein Bernstein. Kein Bernsteinzimmer für uns? Nee. Das tut weh. Du versuchst erst gar nicht, mich zu überstimmen. Ne? Du meinst auch, WB, deine Würde hat einen Preis und der ist zu gering. Ja, in der Tat. Also wer dich beleidigt, lieber WB, der wird einfach gestrichen aus unserem Gedächtnis und mit den ignorieren wir und den gibt es nicht mehr. Hol ich mir wirklich nicht. Ich schmolle. Nicht, dass ich nachtragend wäre, aber ich schmolle gerade. Rest kann man nicht bekommen, keinen Bernstein. Ernsthaft. Mach ich nicht. Ich hab doch nie Wow. Machen wir nicht. Perlen. Gab's denn Perlen mehr als einmal? Hab ich gar nicht gesehen.
Ja, tatsächlich. Von den Chinesen. Einmal Perlen, bitte. Oder hatten wir Perlen schon, Matze? Perlen haben wir auch noch nicht. Nein, würden wir auch gerne mitnehmen. So, haben wir eigentlich Überschüsse, die wir verkaufen können, Matze? Ich denke schon, dass wir Überschüsse haben, die wir verkaufen können, ja. Magst du uns einen kleinen Hinweis geben, wovon eventuell? Da muss ich tatsächlich selbst einmal gucken, was das denn war. Lass dir Zeit, fühle dich nicht gehetzt. 1, 2, 3 und, Matze, und? Tatsächlich und tatsächlich, ich verkaufe mal ein paar strategische Ressourcen, bis du fertig bist. Also Salpeter könnten wir verkaufen, mal gucken, ob wir jemand Eisen andrehen können. Ja, vielleicht Genghis Khan, gucken wir mal, ob wir ihm Eisen andrehen können. Vielleicht kauft er uns 26 Eisen ab. Mal schauen. Außer strategische Ressource sehe ich übrigens keine Überschüsse, die wir verkaufen könnten. Oh. Ich drehe ihm... Ach, das ist ja 41 Gold für 26. Das ist ja erbärmlich. Wir machen es trotzdem. Könnten unsere niedrigen Salpeter-Vorkommen anzapfen, es macht ja eh keiner Krieg mit uns. Einmal Salpeter für die Kanadier. Nee, nicht, dem verkaufen wir doch immer Gunst. Ja, immer noch viel Geld da für Gunst. Er hat wieder viel angespart, ich versuche ihm mal 100 anzudrehen. Guck mal, was es dafür gibt. 20 und ein großes Werk. Abrechnung mit der Naturphilosophie. Ja, also wenn wir jetzt auf Kultursieg gehen würden, ja, aber ich will lieber Mammon haben. Gold, 30 Runden. Fangen wir mal klein an. Also für zwei Kultur würd ich jetzt nicht einkaufen, Matze. Ja, muss nicht sein. Biaki wollen wir nicht Gunst sammeln, um die Abstimmung zu beeinflussen. Ja, aber im Gegensatz zu vielen anderen Zuschauern, die sich das immer von mir wünschen, sage ich immer, nee, im Augenblick brauchen wir noch das Geld. Demnächst sammeln wir das. Am Ende brauchen wir extrem viel Gunst, um Abstimmungen zu beeinflussen, damit wir Diplomatie-Siegpunkte bekommen oder zumindest keine abgeben müssen. Aber das kommt noch. Irgendwann fangen wir an zu sammeln. Aber das würde ich jetzt noch nicht machen. Wofür wird jetzt aktuell das Geld benötigt, da die Gunst noch benötigt wird, argumentiert Wiedland. Also erstens mal, bitte keine Argumente hier. Zweitens, also im Ernst, das ist ein Spiel, bitte keine Argumente. Ich spiele aus dem Bauch raus. Hier wird nicht hin und her überlegt und Gedanken. Das ist, ihr habt ja eben mitbekommen, wie ich entschieden habe beim Thema Bernstein. Na, der kam mir doof, ich kaufte ihm keinen Bernstein ab. Wenn ich mir nach, wenn ich sagen will, ich bin Gunstgewerbler, man kann meine Gunst kaufen. Oh Gott, wieder Bilder im Kopf, die niemand haben möchte. Das sage ich natürlich. Kauf meine Gunst. Ich hab dich lieb. Was gibst du mir dafür? Habe ich keine Probleme mit. Ich will irgendwie... Lass uns doch ein bisschen die Emotionen betreiben. Nicht immer nur abwiegen und ein Spiel nicht nur wahrnehmen als Bits und Bytes und Nullen und Einsen. Wir leben nicht in der Matrix, wir leben bei Civ 6. Wir wollen irgendwie ein bisschen... Wir können auch mal eine Stadt spontan verschenken. Ja? Zum Beispiel Brodax-Bucht nicht, Aufwind, wo wir Petra nicht bauen konnten. Warum nicht Aufwind mal an Matsuzuma verschenken von den Azteken. Denkt drüber nach, ist nun mal ein Gedankenanstoß.